Servus bei Bayern Absolut. Ich bin der Mani. Willkommen zum letzten Teil der sechsteiligen Serie über Bayerns Könige. Heute geht's um einen Ludwig III. Der hat's geschafft, dass er innerhalb von einem Jahr vom Prinzregenten zum Kini wird. Genannt haben's einen Millibauer. Und ja, Abdanker hat er müssen, wie er dann einen ersten Weltkrieg verloren hat. Hat er wirklich eher Lor verloren und hat er wirklich abdanken müssen? Das schauen wir uns jetzt ein bisschen genauer an. Ich freue mich auf ein nettes Gespräch und eng wünsche viel Spaß beim Anhören. Schorsch, grüß dich, habe ich dir. Servus, Mani, grüß dich. Bist fit und vielleicht auch ein bisschen traurig? Ich bin tatsächlich ein bisschen wehmütig. Gell? Jetzt sind sechs Serien vorbei. Ich meine, ich habe ja gerade die Hälften davon gemacht. Mhm. Aber ich habe so viel gelernt. Das war so interessant. Also ich habe ja alle drei Ludwigs gemacht. Für mich auch. Ich bin das ein war, ganz anderer Mensch. Das ist einmal so interessant, dass du es einmal auseinanderkriegst. Ja. Ich habe mich schon ganz oft gefragt, zum Beispiel in der Stadt, wenn du umeinander läufst, Max-Josefs-Platz, ja, wer ist jetzt das alles? Oder was haben die einzelnen Könige eigentlich alles gemacht? Ich meine, wir sind ja stolz auf die Kini und du kennst ja bloß einen Ludwig II. Hauptsächlich ein Märchenkönig oder ein Mondkönig. Ja. Und du willst doch ein bisschen gebildeter sein, habe ich mir gedacht, oder? Da leistet man halt einen guten Beitrag. Ich finde, also ich hoffe, dass ich ein bisschen klüger geworden bin und ich merke es aber jetzt halt schon, dass manchmal muss ich trotzdem noch überlegen, nachdenken und ab und zu mal schauen, um die einzelnen Sachen noch mehr auseinanderzuhalten. Das ist ja der ewige Kampf gegen das Vergessen. Also das ist ja, wenn ich mir das alles merken kann, was ich in meinem Leben schon gelesen habe, dann... Genau. Also, aber so quasi wirst du einen anderen sagen kannst, du hast noch nicht so viel gelernt, wie ich überhaupt schon vergessen habe. Ja, so ungefähr. So ist es gleich. So, jetzt haben wir heute dabei den Ludwig III. Weißt du, was ich da sagen muss? Nein. Ich war das gar nicht bewusst, dass es einen Dritten gibt. Du hast es gar nicht gewusst, gell? Hast du das gewusst? Also, nein, ich glaube schon, ich weiß nicht, ich glaube schon. Also ich habe gewusst, dass es einen gegeben hat, der wo kurz beim Weltkrieg da noch, beim ersten Weltkrieg noch an der Macht war. Aber mein, ich kann jetzt sagen, ja, weil es jetzt für mich normal ist, aber ich weiß nicht. Wenn du mir jetzt vor einem Jahr gefragt hättest, ich weiß nicht. Das ist so verstecktes Wissen, das werden wir auch nicht mehr aufdecken, Mann. Nein, ich kann es dir nicht sagen. Aber du kannst mich in einem Jahr nochmal fragen, was du weißt. In einem Jahr machen wir Wiederholungsfolge und dann frage ich dich ab. Ludwig III., ja, er war nicht lange dran, gell? Na, also mit Prinzregentenzeit waren es 5 Jahre, 11 Monate. Mit inklusive schon? Ja. Der ist 1912 an die Macht gekommen. Ja. Da ist nämlich sein Vater gestorben, der Prinzregent Luitpold. Ja. Ganz ein merkbares Datum, am 12.12.1912. Genau. Da hat er übernommen und er war ja auch, jetzt in Anführungsstrichen, bloß Prinzregent, weil es nur einen König gegeben hat. Den Otto. Den Otto. Den Otto. Den Otto. Ja, den haben wir ja dann auch irgendwann einmal abgeschafft, gell? Mhm. Also relativ schnell. Wie meinst du abgeschafft? Ja, dass halt dann der Ludwig III. Übernommen hat. Ach so, ja genau. Ich meine, das war ja ewig, ewig lang schon. Seit 1886, das ist ja das Jahr, wo der Ludwig II. Gestorben ist, war das letztendlich nur Prinzregent. Und der König war ja, wie heißt es, schwermütig. Schwermütig. Schwermütig war er. Das ist ein sehr euphemischer Begriff. Ja, und dann haben sie es aber geschafft, dass aus dem Prinzregenten ein Kini machen. Mhm. Ja, ist doch gut. Also das heißt, in Bayern stehen da alle Karrierewege offen. Alles ist möglich, alles ist möglich. Weißt du, was gegangen ist? Nein. Weißt du denn jetzt, dass der Prinzregent geworden ist? Mhm. Verzeih. Nein, nicht, dass er Prinzregent. Prinzregent ist ja automatisch geworden, wie sein Vater gestorben ist. Ja, genau. Also das hätte mich jetzt gerade gewundert. Aber was meinst du, bei was gegangen ist? Nein, wie der Kini geworden ist. Also, ja, verzeih. Der ist Kini geworden auf Betreiben von den Minister. Die haben nämlich im Dezember ist er angetreten und dann im Jahr drauf, also 1913, haben die im Frühjahr schon angefangen und haben geredet, ja, also jetzt muss man schon langsam einmal, jetzt haben wir schon wieder einen Prinzregenten, wir brauchen endlich mal wieder einen Kini. Dinger, wir brauchen einen anständigen Dinger. Kini. Ja, ein Kini kann vielleicht ein bisschen anders auftreten, gell? Hat ein bisschen mehr, wie sagt man, Charisma. Und faktisch ist er halt einfach der Hexte im Staat und der Prinzregent ist halt der, wie heißt das so schön, der Verweser. Der Verweser. Verweser finde ich so ein brutales Wort. Das ist also ein bisschen was Morbides, oder? Ja, heute schon. Aber Verweser ist einfach ein Stellvertreter im Amt. Verweser. Ja, trifft's. Ja, und wahrscheinlich hat dann der, damals war er ja noch Kronprinz oder Prinzregent, Ludwig, wahrscheinlich hat der dann gesagt, nein, Verweser mag ich nicht mehr so gern sein. Kini hört sich besser an. Jawohl, da mache ich mit. Ich bin mehr also der Kini.
Ich bin eher der Kini-Typ, oder? Ja. Kini oder Bikini? Ja, nein, also wir dürfen es auch geben haben zu dieser Zeit, gell? Wir dürfen es auch ein bisschen lustig angehen lassen, die letzte Folge, weil ja schließlich wir uns dem Ende der Monarchie hinzuneigen. Ja, mit großen Schritten. So, Mann, jetzt darf ich aber sagen, jetzt machen wir es, wie wir es alle gemacht haben. Jetzt fangen wir vorne an. Aber geht noch nicht. Jetzt muss ich es nur zu Ende erzählen. Weil es gibt manche Zuhörer, die sagen, ich muss jetzt das hören, wie der Kini geworden ist. Ach so, das hast du immer noch nicht erzählt. Ja, genau. Ich bin ja schon so voller Ungeduld, dass also, jetzt endlich mal einsteigen. Ich sage es so, Schorsch, auch wenn es jetzt nicht interessiert, ich sage es jetzt, oder zu dir an der Stelle noch nicht interessiert, ich sage es jetzt gleich, nicht, dass unsere Zuhörer dann sagen, Moment, ja, das ist doch eigentlich blöd, du hast ja vollkommen recht. Das ist doch die Taktik von jedem Film, dass du am Anfang irgendwas ankündigst und dann am Ende aber erst auflöst. Und drum einen Spannungsbogen aufbauen. Ja. Jetzt hättest du das fast selber verkackt. Hätte ich eigentlich machen sollen, gell? Ja, du hast das noch nicht gesagt. Aber jetzt sagen wir es gleich, es gibt genügend. Es gibt genügend Spannungsmomente. Es gibt genügend Spannungsmomente bei ihm. Er ist nämlich Prinz Regent ja bloß gewesen. Das haben wir ja schon gewusst. Das haben wir gewusst. Und dann ist der Ministerrat zu ihm gekommen und hat gesagt, ja, wir waren Kini und so. Eine schöne Karriereoption. Und er selber hat es angeblich nicht betrieben, sondern ist wirklich von dem Minister gekommen. Und dann haben die im Parlament so reingehocht und die Zentrumspartei, also kann man sich vorstellen, alles das Katholische ist da dahinter gestanden, das war damals noch recht stark, hat gesagt, nein, und zwar aus dem Grund, weil das Parlament dem keine Königswürde verleihen. Mhm. Weil der König nämlich von Gottes Gnaden kommt. Ah ja, das haben wir beim König Ludwig II. Schon gehört. Mhm. Und dann hat es da Zeit lang gedauert, ich glaube ein halbes Jahr oder so. Und dann im Oktober 1913 ist dann ein Rechtsgutachten von einem Karl von Unzner, das war damals der Präsident vom obersten Landesgericht und der hat gesagt, das musst du eigentlich auch mal vorstellen, wir schreiben mal das Jahr 1913 und 1886 ist sein Vater schon gekommen. Und dieses Rechtsgutachten sagt auf einmal, dass diese Form der Prinzregentschaft, das ist eigentlich verfassungswidrig. Wahnsinn! Ja, und dann hat die Zentrumspartei auch gesagt, das ist ja blöd. Oh. Dann haben wir eigentlich gar keinen rechtmäßigen Vertreter. Ja, das ist jetzt ein bisschen dumm. Da hat den von uns quasi von Gottes Gnaden der Intelligenzblitz getroffen, oder? Geht, das ist aber so. Das war eine Eingabe. Eigentlich ist es doch so, du musst nur die richtige Geschichte finden, das passt, oder? Das ist immer alles. Also Hauptsache die Storyline stimmt. Dann haben sie ein Gesetz erlassen, der Landtag, das Parlament. Und zwar, dass wenn der Monarch, der Kini, länger als wir 10 Jahre schwermütig und halt das Amt nicht ausüben kann, dann ist es möglich, dass er abberufen wird. Und dann kommen wir Nachfolger. Und jetzt, was ich gesehen habe, zum Beispiel, wenn ihr bei Wikipedia liest, da steht es ein bisschen blöd drin. Weil da wird nämlich irgendwas vom Bruch in der Königskontinuität und so geschrieben. Aber genau das Wichtige war ja, dass der Königstitel nicht vom Parlament verliehen worden ist, sondern das Parlament hat das Gesetz geschaffen, dass der Kini den alten Kini absetzen kann oder für beendet erklären kann und sich selber dann ausrufen. Und dann ja quasi die Erbfolge dann weitergegangen ist. Genau. Ja. König Otto ist weiterhin Kini Blim. Das heißt, es hat einmal eine kurze Zeit zwei Kini gegeben. Also der eine war halt König AD. AD sozusagen. Ja, heute darf man AD sagen, gell? Rentnerkönig, gell? Aha. Und dann ist der dritte, Ludwig der Dritte gekommen. Genau, und der war dann Kini. Tja, jetzt weiß das. Jetzt weiß es. So, jetzt bin ich gespannt auf die Spannungsbögen. Achso, ja, ich wollte jetzt fragen, also das war's schon. Gibt es überhaupt noch irgendwie was? Nein, ich glaube, interessant wird sicherlich noch, aber da kommen wir jetzt nicht hin, weil du willst ja ganz am Anfang zurückspringen. Interessant wird sicherlich noch, wie der Kriegseintritt war, wie dann die Monarchie überhaupt beendet worden ist und ja, vielleicht wo er dann noch hier ist. Genau. Und vor allem, warum er Millibauer genannt wird. Das fand ich tatsächlich sehr interessant. Aha, das jetzt fangen wir vorne an. Gut, jetzt springen wir zu dir. Jetzt fangen wir vorne an. Ja, wo fangen wir an? Also ich würde sagen, jetzt fangen wir da an, wo der auf der Welt gekommen ist. Ja. Am 7. Januar 1845. Ja. Und der geneigte Hörer wird jetzt sagen, Moment einmal, 1845, das kommt mir bekannt vor, weil Ludwig II. Ist ja im August 1845 geboren. Das heißt, Ludwig II. War 7 Monate jünger als Ludwig III. Aha. Und die haben sich aber auch nicht so mingen. Zumindest hat der Ludwig II. Den nicht so mingen, gell? Ja gut, der Ludwig II. War aber eher ein bisschen speziell, was so leid. Ja, willst du jetzt etwas sagen, der hat gar keinen Mingen, oder was? Nein, das sage ich jetzt nicht, aber der war halt ein bisschen spezieller. Aha. Der war halt ein bisschen spezieller. Der Ludwig II. Hat halt gemeint, jeder muss da so mit Ehrfurcht und so ihm gegenüber auftreten. Und das hat halt der Ludwig III.
nicht gemacht. Genau, weil Ludwig II. Ist ja quasi schon mit der Muttermilch, also mit der Mamamilch, eingeflößt worden, dass er König ist. Das hat er der Dritte nicht gehabt. Der Dritte nicht? Das war nie eine Option, dass er überhaupt König wird. Als Bub war das nicht klar. Nein. Mhm. Erst, wie sie ausgestellt hat, dass seine zwei Cousins, Ludwig und Otto, keine Kinder kriegen. Dann, da war es eigentlich klar, dass das Bären weitergehen muss in der Linie. Dann hat er die Hufe geschart. Genau, also 1845 im Januar geboren in Minga. Mhm. Mama und Papa waren Prinz Leupold und Prinzessin Auguste. Mhm. Da habe ich mich gefragt, das müsste man mal nachschauen, ob die Augustenstraße davon abkommt. Aber ja, könnte ich mir schon vorstellen. Mhm. Kann sein. Also sie hat ja vollständig geheißen Prinzessin Auguste Ferdinande. Aha. Die hat auch das Alphabet schreiben können, wenn sie ihren Namen hat schreiben können. Mhm. Also zumindest die Vokale. Mhm. Genau, dann... Was haben wir sonst noch? Ja, da ist er aufgewachsen in Nymphenburg. Aha. Schulgegangen ist er auch. Mhm. Studiert hat er. Mhm. Ein Haufen. Da hat er aber dann schon wieder in der Stadt gewohnt, in der Nähe vom, wie heißt denn das, Odeonsplatz? Im Wittelsbacher Palais, oder? Am Leuchtenberg-Palais. Ach, Leuchtenberg-Palais. Sind die später in Süden, der Wittelsbacher Palais, glaube ich, gezogen einmal, oder? Ja, die haben ja hin und her gezogen. Also da habe ich gesagt, da finde ich irgendwann einmal einen Überblick, habe ich irgendwann einmal einen Überblick verloren, weil der ist öfter mal irgendwo hingezogen. Auf alle Fälle zu der Jugendzeit hat er im Leuchtenberg-Palais gelebt. Mhm. Das kennt man, das ist gleich, wenn man Richtung Friedenstor halt noch läuft, dann ist das auf der linken Seite und da ist halt ein bayerisches Staatsministerium drin für... Ich glaube, Finanzen und irgendwas. Daneben ist dann das Innere und die bringe ich immer durcheinander, aber für Finanzen, genau, das ist da drin. Dann hat er an der LMU studiert. Aha. Auch ein Novum, weil er ist da zu Fuß hingelaufen und hat sich nicht einen Privatlehrer heimgekommen lassen. Wie es die seine Vorgänger gemacht haben. Genau. Und er, ich habe mir oft einmal gesehen, dass er da in die Uni gelatscht ist. Mhm. Gelatscht, also König latscht nicht. Oder so einer latscht nicht, der geht. Der war ja, nein, der, was, ein König geht doch nicht? Der schreitet. Der schreitet, jetzt, genau. Das war das Wort. Der genau. Schreitet. Der schreitet zur Vorlesung. Er ist geschritten, er ist zur Universität hineingeschritten, wenn nicht gar geschwebt. Im Schritttempo. Und dann? Was er an der Uni gemacht hat? Ja, was studiert. Hat er studiert. Studiert, ein Haufen Zeit hat der studiert. Oder wirklich studiert oder war er so wie die heutigen Studenten, die wo eigentlich bloß in die Uni gingen zum... Also ich glaube, dass er gerne in die Uni gegangen ist, aber er hat das schon ernsthaft betrieben. Also so, was ich ausgelesen habe, war der schon eher einer von den Ehrgeizigeren. Aha, von den Fleißigern. Von den Fleißigern. Und er hat ja mehrere Fächer studiert, also Geschichte, da musst du einen Haufen auswendig lernen, Jura. Ja. Und Dings, heißt sagt man Volkswirtschaftslehre, Nationalökonomie. Nationalökonomie. Da war ich, also Geschichte da ich noch mitgehe, Jura da ich auch machen, aber bei Nationalökonomie, da glaube ich war ich. Ah, schau her, bei Nationalökonomie da war ich wieder so eher rechnen. Dabei. Ich bin ja nicht so der Rechenkünstler. Ja, rechnen, so viel ist das auch nicht. Ja, aber immer so abstrakt ist das auch nicht. Aber eigentlich gut, dass er so viel studiert, weil dann ist er ja ausgebildet für später. Du hat ja nicht Landwirtschaft studiert, weil der war ja so total interessiert daran an der Geschichte. Also später hat man den halt dann gehandelt als Fachmann für Landwirtschaft, Infrastrukturwesen und Energieversorgung. Also klingt ja fast wie so ein Superminister. Mhm. Aber ob der das jetzt studiert hat, vielleicht hat er noch einen Master draufgesetzt in Agrarökonomie. Ah ja, genau, ein Master. Ja, Gott sei Dank haben wir damals noch keine Master gehabt. Master of Farming. Nein, ich hätte jetzt nichts gefunden. Also ich habe nur gefunden, dass man gesagt hat, das ist ein Fachmann eben für Landwirtschaft, Energieversorgung und Infrastrukturwesen. Aber ob er es jetzt nochmal originär studiert hat, war mir jetzt nichts untergegeben. Aber er war voll der Fachmann, gell, für Landwirtschaft, das muss man schon sagen. Der hat ein Schloss gekauft, Leutstetten am Starnberger See, und hat daraus ein landwirtschaftliches Mustergut gemacht, gell. Am Würmsee, wie wir gelernt haben. Am Würmsee, am Starnberger See. Und was da so krass ist, der also Mulchkühe hat er gehabt und Getreideanbau und ein Haufen Wald war dabei. Aber auf was er total geachtet hat, das war auf die Hygiene und auf die Pflege von den Viechern und dass die Tierärzte da auch regelmäßig kontrollieren. Vorbeischauen. Was damals schon recht modern war. Ja, das hat man halt, mein früher ist halt der Glauenschnurter vorbeigekommen. Wer ist denn das? Der Glauenschnurter, kennst du das nicht? Nein. Also, ein Glauenschnurter. Ein Glauenschnurter. Heute, wenn du in so ein Nagelstudio gehst. In ein Nagelstudio. Die Dame, die halt ach, quasi. Glauen. Klauenpfleger. Ja, gut. Also der Mann für die Pedi und Maniküre. Ach, und der ist da vorbeigekommen und der war dann auch Tierarzt, oder? Ja, gleichzeitig. Wie früher ist der Bader, der hat auch nicht bloß totgeschnitten. Der hat auch 10 Zungen, gell? Ah, okay, wenn du das überlegst, du kommst auf einen Beruf, der wo hochschneiden und 10 Zungen gleichzeitig wird. So ist es im Kopf irgendwie. Im ja, ich glaube, das hat man früher so glaub, war galaktisch, ist Kopf vor, dann kannst du das hier.
Ja, ich wollte jetzt nicht ablenken von seiner landwirtschaftlichen Tätigkeit. Der ist nämlich auch viele Jahrzehnte umeinander gefahren und hat bei so Wanderversammlungen, hat sich das damals genannt, hat er gesprochen und hat quasi versucht, den Bauern modernere Techniken beizubringen. Mhm. Und um die, sein Ziel war es auch, und er hat mehrere gehabt, aber lauter so kleine, oder solche, die wo jetzt nicht so groß in der Öffentlichkeit umeinander gehängt sind, war es, dass die bayerischen Bauern effizienter arbeiten, ertragreicher, besser und gesünder. Ja, und dann, wenn sie Steuern abgeben müssen, hat er ja eigentlich auch was davon. Ja, das stimmt. Das ist eigentlich ein Invest. Oder die Staatskasse. Ja, also geht es ja eigentlich im Land besser. Mhm. Eigentlich ist es ja so, Landwirtschaft, ich meine, ist eigentlich so die Basis von jedem Land, oder? Ja. Ich meine, wenn du überlegst, wenn du ins Kino gehen kannst, stirbst du nicht, aber wenn du nichts mehr zum Essen kriegst. Dann schaut schlecht aus. Ja, vor allem bei dir, so schlank wie du bist, geht es recht schnell. Weil ich immer zu dir herradeln muss, meine ich. Ja, genau. Jetzt muss man sich so vorstellen, der Mani ruft mich und sagt, jetzt hast du 5 Minuten und dann bist du da und ich radelt wie ein vergifter Affe durch die Stadt. Jeder darf sich eine halbe Stunde machen, aber du brauchst bloß 5 Minuten. Ich brauche bloß, heute auch wieder, gell. Ich glaube, heute, also wenn es ein Blitzgerät für Radl gab, dann hätte ich jetzt schon eine ganze Fotoserie. Kommen, oder werden Radlfahrer blitzt? Nein, löst es da aus? Nicht. Also bisher habe ich kein Beutel gekriegt. Das war ja nur die Schiene als Radlfahrer an Strafzug. Den da immer mal aufhängen. Was? 35 km/h? Dann ist ich sauber. Oder 40. Was weiß ich. Da hätte ich mich auch gefreut. Überschallgeschwindigkeit, wenn ich ja zu dir unterwegs bin, Mani. Im Überschall. Mhm. Bevor du jetzt sagst, ja, jetzt müssten wir da chronologisch oder so vorgehen. Mhm. Ja, hast du dir was gedacht, sollen wir jetzt noch irgendwie weitermachen bei dem, was du gerade angefangen hast? Jetzt habe ich ein bisschen abgelenkt mit meiner Landwirtschaft, ja, weil er ja so ein Musterbauer war. Ach genau, darum haben sie einen Millibauer genannt. Ja. Haben wir jetzt bald vergessen zum Song. Ja, der erste Spannungsbogen schon aufgelöst. Der Millibauer. Ich glaube, Mani, du hast noch was vorbereitet. Also du schaust mir gerade so an, als ob dir noch was auf die Nägel brennt. Nein, mir bringt gar nichts. Der Hut manchmal. Der Hut, aber sollten. Auch schon lange nicht mehr. Nein, also was können wir dann weitermachen? Sind wir mit der Jugend fertig? Ich würde sagen, es ist abgefrühstückt, so, oder? Sind wir abgefrühstückt? Ja, bin ich einverstanden damit. Dann können wir doch weitermachen. Was noch total interessant war, also oder generell zu seiner Person, er war ja ein Jäger, gell? Mhm. Er war ganz anders als sein Großvater und sein Cousin und der Moment, Urgroßvater. Er hat nämlich kein großes Kunstinteresse besessen. Nein, der war eher so, also jetzt kann man sagen, der Mann fürs Grobe, aber dann darf man sich ein bisschen despektierlich, der Landwirtschaft und der Jagd. Ja, also ja. Ich finde das eigentlich schon ein interessantes Gebiet, wenn man da ja, total. Draußen unterwegs ist und sich auskennt im Wald. Also er war halt ein Weidmann. Es passt auch irgendwie dazu, weil wenn du immer so überlegt, ja okay, jeder Kini hat versucht, irgendwas Besonderes zu machen, auch für das, was er vielleicht steht oder erinnert wird sogar. Und viele von denen, zum Beispiel, wenn du beim Ludwig II. Bist, wenn du beim Ludwig I. bist, wenn du beim Max bist, Max II. Vor allem, du siehst, dass viele Sachen mit Gold zum Tor haben. Die Bauten, ja, das war der Wahnsinn. Die Wissenschaftsförderung, die Kunstförderung, das kostet ja alles ein Geld. Und was machst du jetzt als Monarch? Er hat ja nicht mehr die Möglichkeiten. Wir sind ja jetzt halt knapp vor dem Ende der Monarchie. Was möchte er noch machen? Der hat nicht mehr viel Geld. Der kann jetzt nicht sagen, ja. Mensch, jetzt fange ich da und baue das oder mache jenes oder solches. In was kosten glänzen? Was kostet das Volk machen? Und was interessiert den dann auch? Na, ist halt viel, na, bleibt eigentlich bloß irgendwas Kleines, aber dafür mustergültig. Also eine Nische, gell? Mhm. Experte in seiner Nische. Ja, Nische, klar. Landwirtschaft ist wichtig, aber da hat ja keiner drauf geschaut seinerzeit. Das war das ja nicht, ist halt so Klaffer. Das ist Klaffer. Das war ja nicht, wo sie ein Kini gerühmt hat, ja, ich habe den besten Hof in ganz Bayern oder irgendwie ja, sowas. Das war jetzt nicht so. Nein, das war nicht. Gell? Bei Hofe hat man da eher auf Glanz und Gloria geschaut, gell? Da die schon meinen. Man hat ja nicht viel gesehen, dass er die ganzen Sachen, vor allem da war seine Frau auch noch stärker mit dabei, die haben doch so viele soziale Sachen auch gemacht. Ach, da müssen wir später noch einsteigen. Da können wir später dann noch drauf. Okay, gut. Weil die müssen sie erst einmal kennenlernen und heiraten, Mani. Ach, die müssen sie, da sind wir jetzt noch gar nicht. Mhm, gut. Du weißt, heute bist du so rasant unterwegs. Wann haben die geheiratet? In welchem Jahr? 1868. 1868? Im Februar. Ja, dann. Wo ich mich frage, wie kann man im Februar heiraten? Da hat es zu der Zeit also noch gescheite Winter gegeben. Ich weiß nicht, war das wichtig? Wie das also, ich glaube jetzt nicht, dass das. Februar 1868. Vielleicht war ja ein Kind schon unterwegs. Manche, oh ja, die haben ja so viele Kinder gehabt, gell?
die haben so viele Kinder gehabt, da muss ich jetzt schnell spicken. Also das erste Kind war 1869 gekommen. Ja, müsste man jetzt einen Monat wissen, dann kann man es abschätzen. Ja, gerade so. Ja, aber da ist doch nicht alles so genau gegangen. Ist heute doch heute auch nicht jeder im Sommer. Aber natürlich, die heute Saison waren von Frühjahr bis Frühherbst. Genau. Also wen hat er da geheiratet im eiskalten Februar? Ja, wen hat er denn geheiratet? Seine Frau, oder? Seine Frau. Das hast du schon gesagt. Marie-Therese von Österreich-Este. Ja, daher hört zu. Ja, der Mann ist baff. Ja, da, aha. Ja, ist die verheiratet, ist die verwandt gewesen mit dem Kaiser, oder? Ja, also aus dem Hause Habsburg. Aus dem Hause Habsburg, genau. Mhm. Jetzt muss ich wieder was dringen machen. Ja, und hat er da eine erwischt, die wo eine gute ist? Oder ist das eine, die wo eine lästige Jena war? Oder nein, so? Weißt du, was ich mir für Überschrift aufgeschrieben habe? Also das war wirklich eine Top-Frau, die hat sich sehr, sehr engagiert. Danke dir. Ich schenke dir mal Wasser. Ja, ja. Danke. Nicht so viel, sonst hört man so lange plätschern. Ich habe mir aufgeschrieben, Die Michelle Obama von Bayern. Zu derer Zeit. Aha. Weil die hat auch gerissen, wo es noch gerade gegangen ist. Also erstens mal hat sie sich selber um die Kinder gekümmert. Ach geht, die hat keine Erzieher gehabt und nichts. Nee. Ja, hat es wahrscheinlich schon gehabt, aber ist das nicht hauptsächlich abgegeben. Also federführend. Aha. War sie schon. Genau, die bestimmt, also bei 13 Kindern brauchst du Unterstützung, da wärst du narrisch. Und von den 13 Kindern haben 10 bis ins Erwachsenenalter gekommen. Ah ja. Das ist schon. Also hat sie einen guten Dings gemacht. Wahnsinn, sogar mal, die war ja dauerschwanger, oder? Mit 13 Kindern. Ja, stell dir mal das vor. Lego mio. Das ist schon viel. Das musst du schon mögen. Aha. Ja, der wird da irgendwie so dargestellt. Also eigentlich müsste er denn den Titel der Kinder machen oder irgendwie sowas haben. Nein, wie heißt der Milli Bauer? Milli Bauer, ja. Gut, jetzt bin ich mal ein bisschen. Nein, also das lassen wir jetzt in die Richtung gehen wir nicht. Aber jetzt genau. Soll doch seine Frau. Jetzt, du fragst jetzt gerade an und er zahlst oder was soll ich sagen? Also ein bisschen ein Abriss über die Marität. Ein Abriss, ich hätte es anders genannt. Ich hätte schon bald gesagt, eine Lobeshymne auf sie. Auf die Michelle Obama vorbei. Ja, machen wir. Nein, also ich habe das gelesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war echt begeistert, was die alles drin hat. Also jetzt nochmal von vorne. Haushalt und Kinder. Federführend bei ihrer. Mhm. Dann daneben hat sie sich nur sehr viel fürs Karitative eingesetzt. Mhm. Ich habe gerade einen Floß im Hals. Genau, dann hat sie auch viel gemacht für andere Frauen und Kinder. Sie hat Pflegeheime gegründet, sie hat eine Frauenklinik aufgebaut und Aha. Sie hat eine Hebammenschule aufgebaut. Ah ja, super. Das ist schon wichtig. Mhm. Ja, auf alle Fälle, klar. Das ist wichtig. 1916 ist die eingeweiht worden. Und was aber ab 1889, und das finde ich eigentlich sehr bemerkenswert, war sie Leiterin. Also du steckst mich um mit deinem. Reiterin der Frauenklinik oder was? Nein, Leiterin des Bayerischen Roten Kreuzes. Ach, da schon her, echt, oder? Mhm. Aha, ja, super. Also für die Zeit hätte es auch nicht so selbstverständlich. Ja, finde ich schon gut. Ja. Du, mehr, also ich finde es. Nein, ich finde das schön, dass das war ja bei seinem. Moment einmal. Doch, das war ja bei seinem. Du kommst jetzt mit den Verwandtschaftsverhältnissen. Jetzt bin ich gerade total. Ich muss mich gerade echt jetzt konzentrieren. Nein, sonst sage ich einen Schmarrn. Jetzt sage ich es nicht konkret, sondern sage ich es allgemein, dass sie die Kini sozialen Sachen auch mehr dazu. Gewandt haben. Das ist schon eher losgegangen. Doch, genau, das war ja sein Onkel, war das dann dementsprechend bei Max dem Zweiten ist er das schon losgegangen, der wo sich um soziale Sachen gekümmert hat. Und er ja jetzt halt auch, Ludwig der Zweite war dazwischen wieder Ausreißer. Aber das finde ich auch eine ganz tolle Sache, dass man das sieht, dass die erkannt haben, oh, an Volk geht es nicht mehr so gut. Da hat er die Industrialisierung in der Zeit natürlich viel angerichtet. Da ist viel passiert. Klassische Stände sind aufgelöst worden und so weiter. Und dass sie sowas gemacht haben, das finde ich ganz stark. Viele Kliniken haben die angestoßen, gell? Ja. Mhm. Nein, das zeigt halt auch ein bisschen einen Weitblick. Und finde ich auch schön, es geht nicht nur um Macht, sondern es geht darum, Erfolg zu führen. Und da gehört das auch dazu. Ja, wenn ich irgendwo regiere, dann tue ich das nicht aus einem Selbstzweck, sondern dann muss ich für denjenigen, was da, den wo ich regiere, oder? Sonst hat sich es bald ausregiert. Also ja, leider Gottes halt nicht immer, so Sachen dauern ja oft länger, aber regieren ist kein Selbstzweck. Also das ist auf keinen Fall. Genau, apropos Selbstzweck. Selbstzweck, also, ja. Dann hat sich halt mal Durst? Nein, jetzt geht's gerade. Mhm. Dann ist ja halt der Krieg bald gekommen. Ja, jetzt pass auf, bevor es zum Krieg geht, erzähl ich noch von einem Eklat, der weit vorher war. Genau, dann nur noch schnell die Maria Therese abschließen, weil ich gesagt habe, wir machen einen kurzen Abriss. Ja, dann oder was soll man ein Lobgesang. Ein Lobgesang. Also, was hat sie dann gemacht?
sie hat eine Kriegsnähstube eingerichtet in der Münchner Residenz und hat dann die Soldaten und Lazarette mit Wäsche beliefert. Mhm. Und es wurden auch noch Stärkungsmittel, also so Care-Pakete dabei geschnürt. Und jetzt pass auf, was da alles reingehört. Die haben dann aufs Feld verschickt worden. Gell? Was gehört da jetzt alles rein? Fruchtsäfte. Wurst. Gemüsekonserven. Aha. Schinken. Aha. Gar Wurst. Ja. Schokolade. Aha. Und Cognac. Ach, Cognac. Cognac. Ah, weil sie dir besser hält natürlich. Ja, klar. Ja, super. Aber du, da hätte ich auch gerne so ein Stärkungspaket. Schön, also finde ich schön. Auch krass, gell, dass sie da, wie stark, dass sie da die königliche Familie dann noch da gekümmert hat. Was du eigentlich sagst, das Militär ist ja staatlich organisiert. Und eigentlich hätte er davon da die ganze Versorgung kommen sollen, gell? Und das Schöne dann nur, also die Näherinnen, die in dieser Nähstube unterwegs waren, also gearbeitet haben, die haben auch entlohnt worden. Das war jetzt nicht, dass man gesagt hat, jetzt geht's mal her und ihr müsst dann nähen fürs Volk, sondern die haben auch Geld gekriegt. Schön. Also runde Sache. Hat sich natürlich auch leisten können müssen, aber trotzdem schön. Ja. Genau, also das war jetzt mal der kurze Lobgesang auf die Michelle Obama von Bayern. Na, ist doch gut, weil meistens werden die Gattinnen oder wie sie heute in England auch ist, die Gatten, nicht so beleuchtet, angeschaut. Ja. Aber dabei machen die oft ganz viele Sachen, die nicht die Großen sind, aber die wo gut deren. Genau. Mhm. So, jetzt darfst du wieder, Moni. Willst du jetzt nicht klar hören? Jetzt mir hätte ich nicht klar hören. Es hat einen Eklat in Moskau gegeben, und zwar im Jahre 1896. Da war er noch weit weg von der Regentschaft, da war er noch Prinz. Und dann sind die angereist zu den Krönungsfeierlichkeiten des Zaren. Ja. So. Und zwar der deutsche Kaiser und die wichtigsten deutschen Fürsten. Und noch die Preußen, war ja natürlich Bayern, war der wichtigste Fürst da drin. Ja. Und dann hat er sich verwahrt, begrüßt zu werden als Mitglied der Gefolgschaft von Prinz Heinrich von Preußen. Oha, also er wollte nicht zu dieser Entourage kehren, sondern... Genau, er ist ein eigenständiger Fürst und jetzt hat nicht da bloß eine Gefolgschaft oder Lakai oder was auch immer. Oder da hat er, wird man heutzutage sagen, da hat er Mut bewiesen, gell? Ja. Ja, einfach Eier in der Hose gehabt, hat man so. Darf man Eier sagen, ja? Ja, jetzt kriegen wir wahrscheinlich ein E, aber... Ein E? Was ist denn ein E? Explicit, wenn die Folge dann ist. Ach so, nein, das muss ich mal selber einstellen. Ach das, so, das ist noch nicht. Dann stellst du das mal fest. Nein, das ist, also wenn das schon, wirklich, dann darf man ja gar nichts mehr sagen. Fand ich toll, beschreibt nämlich auch, was er ein bisschen probiert hat, später, wie er an die Regentschaft gekommen ist. Und zwar... Unter seinem Vater, jetzt dem Prinzregenten Luitpold, der war ja viel unter Steuern Preußen freundlich, aber in jedem Fall war der passiv und hat sich nicht so stark eingemischt. Und dadurch war natürlich dann das Deutsche Kaiserreich unter der Führung von Preußen schon im großen Einfluss auf Bayern. Und er hat immer versucht, da so ein bisschen klarweiß dann wieder dagegen zu schießen. Kannst du sagen. Ja, genau. Er war danach zu kurz dran, diese, wie hast du gesagt, 5 Jahre und 8 Monate oder was? 11 Monate. 11 Monate, also die knappen 6 Jahre, das war einfach zu wenig dann. Ja, aber genau. Das war so ein bisschen ein Ding, ist ja oft so, findest du nicht, dass sein Vater geht, der Ludwig II., der geht jetzt in diese Märchenrichtung und zeigt sie überhaupt nicht am Volk. Dann kommt der Prinzregent Luitpold, der genau in die andere Richtung geht und ist total leidselig und geht unter das Volk und zeigt sie und ist so beliebt, aber da, der hat das Problem, dass er zu preisenfreundlich ist oder so wahrgenommen wird. Dann kommt sein Bub an die Macht und der sagt, okay, das muss man wieder korrigieren und schwenkt wieder in die andere Richtung um mich. Dass jede Generation oftmals oder versucht vom Vorgänger das gut zu machen, was er halt der gemacht hat, was nicht gut war oder was als änderbar erschienen ist. Oder das ist die heimliche Revolution oder Rebellion gegen die Eltern. Ach so, meinst du? Jetzt auch wieder hobby- und küchenpsychologisch betrachtet. Ja, ganz die alte. Ach stimmt, ich habe mich schon gefreut, ob wir das mal wieder ein bisschen Küchenpsychologie machen. Da können wir mal eine ganze Folge machen. Du, dann nehmen wir uns einfach mal irgendwas vor und dann analysieren wir das. Ha? Dann wird das auseinander analysiert. Eiskalt. Aber Konkurrenz zu den Eltern kann es nicht gewesen sein, weil der Ludwig und der Ludwig II. Und der Luitpold, die waren ja nicht Vater und Sohn. Ah ja, das stimmt. Siehst du, das habe ich jetzt in meinem Eifer wieder übersehen. Im Eifer des Gefechts, ja, hast du das versehen. Übersehen. Also, wo ist jetzt dann schon langsam Richtung Gefecht gehen, oder jetzt was? Gehen wir, ja, die, also, ich sitze ja schon auf Queen. Gut, dann...
Erzähl dir das einmal so. Also da habe ich dann auch noch was Schönes dann, für wenn das Gefecht fast vorbei ist. Wenn es vorbei ist. Fast vorbei. Okay. Also, ich sage mal, jetzt reden wir nicht groß über, wie kommt der erste Weltkrieg und was die Mächte und so. Ist alles ein bisschen komplex, durchaus interessant. Der Auslöser, weiß man ja jeder, war offiziell die Ermordung des Thronfolgers Franz Ferdinand in Sarajevo unten. Mhm. 1914, ich meine, dass das im Juni war. Ja, und dann hat es ein bisschen geschwelt und im September ist losgegangen. Und der Krieg ist aber wesentlich später ausgebrochen, nämlich erst im Herbst. Ende Juli, Anfang August ist er ausgebrochen. Juni ist er erschossen worden? Im Juni ist er erschossen worden. Und dann Ende Juli, Anfang August ist dann losgegangen. Ende Juli haben dann die Preußen Kriegserklärung gemacht. Mhm. Und am 1. August hat dann der Ludwig III. Am Wittelsbacher Palais ist er auf den Balkon ausgegangen und hat die Mobilmachung verkündet. Boah, das stellen wir also da glaube ich, da die ganz hart kriegen. Stell dir mal vor, da kommt jetzt einer und sagt, so, ab heute ist Krieg. Brauche ich jetzt nicht. Ja, das Blöde war ja, dass Bayern Bündnistreue gehabt hat mit Preußen. Mhm. Und die Preußen haben dann die Serben einen Krieg erklärt. Das war vollkommen klar, dass das in einen wahnsinnigen Krieg ausartet, weil nämlich die Serben unter dem Schutz von Russland gestanden sind. Das war klar, dass du dann gegen Russland kämpfen musst. Die Franzosen waren dann auch noch mit drin. Also das war vollkommen klar, dass das ein Mehrfach-Nationenkrieg wird. Und Bayern hat halt da Truppen schicken müssen und hat dann auch den Kriegszustand. Also in Friedenszeiten war es auch so, dass das Heer unter der Führung von Bayern gestanden ist. Aber sobald der Kriegszustand ausgerufen worden ist, ist das Heer unter dem preußischen Kaiser gestanden. Dann hat der auch schon verderfen. Und drum hat eben dann der Ludwig III. Den Kriegszustand festgestellt, hat auch davor an Kaiser seine Unterstützung zugesagt, wobei das wahrscheinlich, darf ich mal sagen, eher nur ein Freundlichkeitsschreiben war, weil es war klar, dass Bayern da Bündnistreue hat. Und dann sind wir da in den Krieg mitgegangen. Ich habe mir überlegt, was war, wenn wir nein gesagt hätten? Die Frage habe ich mir auch gestellt, hast du da als Bayern überhaupt eine Chance? Ich meine, da haben so viele Riesenmächte unterwegs, die überrollen die doch dann einfach. Ich kann dir schon sagen, was passiert war. Wenn wir da nicht mitgegangen waren, oder wenn Bayern, ich sage wir, das war ja, wenn Bayern da nicht mitgegangen war und das Deutsche Reich hätte gewonnen, dann hätten die wahrscheinlich Bayern zerfetzt. Gab es halt kein Bayern? Bestimmt nicht so, wie es heute ist. Ist doch klar, da musst du doch die Gebiete aufteilen. Dann kriegt doch da Baden-Württemberg, wer ist denn als nächstes dort? Baden-Württemberg kriegt ein Stickerl. Alle, die aus Nummer sind, kriegen Fetzen. Die Österreicher kriegen Fetzen. Ob da von Bayern überhaupt noch was übrig geblieben war, wahrscheinlich nicht. Nein, glaube ich auch nicht. Und dann ist die Rolle so ein bisschen interessant, was der Ludwig der Dritte da gespielt hat. Der hat nämlich ganz schöne Forderungen gestellt, nämlich auf Gebietsgewinne. Gell? Mhm. Die haben halt, weißt irgendwie, die waren alle am Anfang, muss man sagen, waren da viel freudig drauf, auch von der Bevölkerung, die ist da in Minger dort gestanden und hat sich da gefreut. Der Jubel ist ja aber dann auch vergangen, noch ein paar Jahre. Und dann sagt der Ludwig, ja, weißt du was, ich will das Elsass haben, ich will das Rheinland haben, ich will Belgien haben. Und was er im Laufe der Zeit noch alles gesagt hat, die einen sagen jetzt, er ist größenwahnsinnig geworden. Ach so. Und die anderen sagen, der hat das deswegen gesagt, quasi um schon was zum Besetzen, weil wenn dann das Deutsche Reich gewinnt, dass dann auch Bayern da Position bezirkt und nicht später dann Preußen als einheimst diese Gewinne und Bayern dann schwächt. Genau, also ja. Manche sagen das, ich halte es ihm zugute. Ich glaube auch, dass das eher so ein bisschen... Der wünscht dir was, oder? Ja, der wollte auch neutral bleiben. Hat sich auch sehr schwer, da im Laufe der Zeit hat es mehrfach dann Versuche gegeben, auszusteigen aus dem Krieg. Da ist diskutiert worden, dass man Separationsfrieden macht. Es ist diskutiert worden, dass man den Kaiser dazu bewegt und der war total passiv und wollte quasi sich zu nichts äußern und einlassen, der Ludwig III.
Und das war aber schon ein bisschen blöd, weil die Bevölkerung hat gehungert, es hat eine Nahrungsmittelkrise gegeben. Am Anfang, wie er angetreten ist, war er noch beliebt, wenn man den glauben darf, was ich da so gelesen habe. Und dann im Laufe des Kriegs ist immer schlimmer geworden. Ja, und dann war er der Buhmann. Ja. Die Leute haben die Schuld umgesucht, dann hat er da sein Gut gehabt, sein Landgut da unten, sein landwirtschaftliches Gut. Dann haben ihm die Leute vorgeworfen, er tut die Produkte zu teuer verkaufen. Daraufhin hat das Königspaar, also er mit seiner Frau zusammen, 10 Millionen Mark anlässlich der Goldenen Hochzeit gespendet. Aber da war es nicht mehr gut. Der hat sich total schwer da überhaupt, er hat ja nichts mehr machen können. Er war im Krieg. Ja, und die Kassenhandler. Und die Führung hat aber der deutsche Kaiser gehabt über die preußischen Truppen. Was soll er denn eigentlich noch groß machen? Und Bayern war total engagiert. Nicht bloß, dass er da die Truppen geschickt hat, sondern mit allen Ressourcen, Geld und auch seine Söhne. Der Kronprinz Ruprecht war Befehlshaber an der Westfront. Sein Bruder war der Oberbefehlshaber im Osten. Also der auch hochrangig war, seine Familie da mit dabei. Die haben sich da wirklich eingekinkt. Also, hui, heulalalalala. Also das... Unschöne Situation, oder? Ja. So kann man es abkürzen. So vom Eindruck her war es so, er ist ja von 1914 bis 1918 gegangen, der Krieg. Vom Eindruck her war es so, dass ungefähr ab der Hälfte vom Krieg, also ist mein Eindruck, hat die Stimmung total gekippt. Es ist gleich gekippt, ja. Kippt und dann immer mehr, dann Demonstrationen hat es gegeben. Und ja, war eine wilde Zeit. Ich meine, da war der Krieg ja dann vorbei, aber da war er nicht in Ruhe. Da ist er gerade noch weitergegangen. Ja, das danach, genau, das danach sparen wir uns ein bisschen. Weil da geht es ja auch nochmal ganz schön ab, angefangen von der Ermordung vom Eisner, von der Ausrufung der Räterepublik, des Freistaats. Er hat nämlich dann flüchten müssen auch, gell? Mhm. Also ich bin da direkt ein bisschen, es ist schon krass, weil wenn du mal so überlegst, hat er in Minger gewohnt mit seiner Familie. Und jetzt war es ja so, natürlich das König und Staat, das war ja irgendwie verbunden. Aber er hat immer weniger Macht gehabt. Mhm. Jetzt stürzen die einen König und dann ist gleich auch seine Familie bedroht. Da gibt es so Postkarten, ich weiß nicht den Ausdruck, ob du den schon mal gelesen hast. Die Postkarten ist gemacht, weil angeblich ist ihm Folgendes passiert. Der ist immer leidselig gewesen und auch wie sein Vater und ist da in der Stadt umeinander gegangen und dann ist er im englischen Garten spaziert. Und 1918 war das im November, am 7. November genauer gesagt, dann hat der Passant zu ihm gesagt, Majestät, gehen Sie heim, Revolution ist. Dann ist er zurückgegangen in die Residenz, dann war die Residenz unbewacht. Und dann hat er gewusst, jetzt wird es eng. Sofort seine Familie packt und dann davor. Das Militär hat ihn dann nicht mehr schützen können, die Familie. Und da an dem Punkt ist halt auch wieder krass, wenn du dir so überlegst, dass da an Familie gleich geht und obwohl das die vielleicht gar nichts dafür können und du selber als Kini, was hätte er jetzt machen sollen? Ja, nix. Also er war vielleicht ein bisschen passiv, vielleicht hätte er da ein bisschen steuern können, aber er war nicht der Aktivator. Also sagen wir mal so, selbst wenn er da ein bisschen mehr Engagement gezeigt hätte, glaube ich, dass die Zeit halt, also es war einfach der Zeitgeist. Ja. Es war Krieg, die Leute haben Schnauzen voll gehabt, einer ist schlecht gegangen und dann musste das irgendwo entladen. Und ich glaube, dann war das nicht 1918 passiert im November, sondern 1920. Das glaube ich, nur eine Frage der Zeit. Stell dir mal vor, der war mit seiner Familie nicht abgehauen. Weißt du, wie es den russischen Zaren gegangen ist, der Zarenfamilie. Gibt es ja verschiedene. Die haben die ganze Familie eiskalt ermordet. Dass keine Nachfahren mehr da sind. Von der Familie, die Romanows. Ah, ja. Wahnsinn. Man weiß nicht, ob das auch passiert war, aber der Mob, wenn der Mob unterwegs ist auf der Straße, dann da ist ja kein Hirn auch nicht mehr da. Naja, da sieht es aus. Da sieht es aus. Und das hat anscheinend am Volk auch nachträglich dann doch ein bisschen Leid da, weil viel von dieser Misere, die wo da mal war, die Leute haben gehungert, denen ist nicht gut gegangen. Und dann auch so die Industrialisierung, die hat da auch mit reingespielt, haben sie natürlich die Schuld am Monarchen gesucht. Und die Sozialisten oder die, wo dann gekommen sind, das haben sie aber erst später gemerkt, haben dann auch nicht die Welt verbessert für die Leute. Denen ist noch genauer so gegangen. Also am System ist jetzt in dem Fall nicht gelingen. Nein. Und 7. November, sage ich ja, da war das mit Gingen Sie heim, Majestät. Und am 8. November ruft der Kurt Eisner schon die Republik aus. Er sagt nämlich, ich zitiere jetzt einmal,
Die Dynastie Wittelsbach ist abgesetzt. Bayern ist fortan ein Freistaat. Genau, und damit das ist das Ende. 738 Jahre Herrschaft durch die Wittelsbacher findet Ende. 738, Wittelsbacher Herrschaft, gute Nacht. So haben wir das gemerkt. Das ist ein guter Spruch, also kann man es merken. Ja. Eine wirklich Dynastie geht zu Ende. Man kann sich fragen, nein, nicht die Dynastie, nicht die Herrschaft, die Königsdynastie, so muss man sagen. Die gibt es ja nach wie vor, die Wittelsbacher. Jetzt kann man natürlich fragen, ja, hat es da keine Versuche gegeben, den wieder ins Amt zu heben? Doch, die hat es gegeben, aber er, also der Ludwig III., genauso wie sein Bruder, der Kronprinz Ruprecht, haben darauf bestanden, dass das auf eine legitime Art und Weise ist. Nicht durch irgendeinen Putsch, nicht durch irgendwas anderes, sondern das soll legitimiert soll das sein. Und das hat man halt nicht mehr zusammengekriegt. Interessant ist auch, dass der König nie abtreten ist. Ja, stimmt. Der ist nie abtreten. Der hat ja fliehen müssen. Mhm. Am 7. ist er geflohen, 8. dann die Erklärung. Und er hat ein, zwei Stationen gehabt. Letztendlich ist er dann in Salzburg oder in der Nähe von Salzburg auf Schloss Anif gelandet. Mhm. Da hast du schon gehört, gell? Ja, das ist ja bei mir im Gai daheim. Ach ja, sag dir, was warst du schon mal? Ja, vorbeigefahren. Also ich weiß, wo Anif ist, ja. Ah, okay. Genau. Da hat er nämlich dann die Anifer Erklärung verfasst. Da ist einer aus Minger gekommen. Und da hat er dann... Homeoffice gemacht oder ja, Remote Working? Homeoffice, Exil ist so ein bisschen besser. Exil Office. Und da hat er dann erklärt, dass, Erklärung abgeben, alle Soldaten und Beamten des Staats sind freigestellt und entbunden vom Treueschwur auf Ehren. Also einer war freigestellt, die Beamten wussten die deren. Die Beamten haben sich die Sachen mal angeschaut, haben einfach weitergearbeitet. Aber was er nicht da hat, und das haben sie auch gefordert, dass er abdankt. Er hat nicht abdankt. Das hat er nicht da. Also rein offiziell hat nie ein bayerischer König abdankt, wenn man es jetzt so sagen mag. Also war bestimmt Stoff für einen Film noch. Vielleicht gibt es noch. Und dann hat diese Übergangsregierung oder Revolutionsregierung gesagt, okay, für mich oder für uns ist das eine Abdankungserklärung. Gleichzusetzen und, quasi. Ja, und er darf wieder kommen nach Bayern. Dann ist er wieder 19. eingereist. Mhm. Und dann hat war das 1919, ich habe es mir jetzt notiert, aber dann ist der Kurt Eisner, der eben den Freistaat aufgerufen hat, ermordet worden von Graf Arco von Velli. Und dann hat er Angst gekriegt, ups, da könnten welche sagen, dass ich da mit zusammenhänge und da könnten wieder Kräfte und Wut gegen die Monarchie sein. Dann ist er dann ist er abgehauen und war dann 2 Jahre auf der Flucht, bis er dann irgendwann nochmal wieder gekommen ist. Genau, und dann ist er ja noch auf Schloss Wildenwart bei Fransdorf gegangen, im Landkreis Rosenheim. Das war eine Fluchtstation von ihm, ja genau. Er war dann in der Schweiz und in Italien und in Österreich, da war er überall einmal im Exil. Und gestorben ist er dann in Ungarn, gell? Gestorben ist er in Ungarn, da war er auf einer Reise. Mhm. Da ist er dann gestorben. Also hat jetzt da nicht im Exil direkt gewohnt, sondern er war da auf einer Reise. Genau. So, und dann ist er beerdigt worden. Wie es ist gehört, in der Fürstengruft am Münchner Dom. Genau, das war keine offizielle Beerdigung, weil sie Angst gehabt haben, Monarchie, nicht, dass das wieder aufkommt. Das ist ein bisschen ein Geschmäckle gehabt, ja. Dann ist das privat organisiert worden, aber es müssen so viele Leute dort gewesen sein. Die war ja 1921 dann. Und da ist ungefähr drei Jahre nach Kriegsende grob. Und da müssen so viele Leute auf der Straße gewesen sein. Und Dinge, was man so liest, muss einer dann auch Leute da haben und das ein bisschen als Fehler eingesehen haben. Aber geändert hat es halt nichts. Da war der Kass Bissen. Und da im Parlament da keine Mehrheit nicht zusammengekommen ist, dass der wieder legitim eingesetzt wird, hat es auch nicht gegeben. Aber er und vor allem auch sein Sohn hat gesagt, ich wäre jederzeit wieder bereit. Ich glaube, das waren Zeiten, oder? Das weiß ich nicht. Ich habe ein Interview vom Herzog Franz, das ist ja der jetzige Chef vom Hause Wittelsbach, habe ich ein Interview gehört, das glaube ich hat er mit dem Bayerischen Rundfunk gemacht, und da hat er gesagt, er hat keine Ambitionen auf den Thron. Ich glaube, dass er es sagen muss, zum einen, aber zum anderen glaube ich auch, dass das nicht schön ist. Wenn du jetzt da den Ludwig III. Anschaust zum Schluss, der hat nicht mehr viel Macht gehabt. Da war das Parlament da, von oben war das Kaiserreich da.
der hat nicht mehr viel machen können. Macht es dann noch Spaß? Die Schuld kriegst, wenn was nicht richtig läuft. Also aber kost, anschaffen kostet es nicht so viel. Und kostet eigentlich nur verlieren, ja? Kostet eigentlich nur verlieren. Na, ich möchte es nicht machen. Ich möchte jetzt auch nicht da. Das ist ein schönes Schlusswort, Mann. Jetzt haben wir die Serie abgeschlossen. Finde ich auch. Jetzt habe ich direkt ein bisschen Ganshaut. Ja, schön war's. Somit endet die Monarchie in Bayern im November 1918. Nach 738 Jahren. Und Herrschaft der Wittelsbacher. Genau. Und mit dem Gespräch endet auch unsere sechsteilige Serie über Bayerns Könige. Josh, ich muss sagen, mir hat es super Spaß gemacht. Ja, mir auch, Mani. Vielleicht finden wir noch mehr Könige, vielleicht kriegen wir irgendwo du, aus Bayern. Jahr, aber weißt du, das keiner mehr, dann machen wir die einfach. Machen wir es noch mal. Können wir die Unterlagen noch mal rausgreifen. Du zur Not und halten uns einfach gegenseitig. Einfach so. Das macht man. Du musst ja denken, das Wichtigste ist, dass der Richie nur Zeit zum Putzen hat. Das, glaube ich, haben wir wieder geschafft. Super. An den Richard denken wir alle, an unseren treuen Hörer. Und ja, lasst mir so. Lasst mir so stehen. Schorsch, ich bedanke mich. Ich sage auch danke, Mani. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Du auch. Servus. So, liebe Zuhörer, die Serie ist jetzt beendet. Ja, schon ein bisschen traurig. Man lernt aber auch recht viel. Man muss ein bisschen mitdenken bei den einzelnen Namen, was die immer da haben. Wir haben versucht, euch einen Eindruck zu geben, was jeder so ein bisschen da hat. Ich meine, die haben ja alle viel, viel mehr da, aber man setzt doch immer einen irgendeinen Stempel auf. Das ist der Förderer der Wissenschaften, das ist der Märchenkönig und so weiter. Also wir hoffen, dass es ein bisschen Spaß gemacht hat. Wie gesagt, das ist der letzte Teil. Die Monarchie lebt ja noch weiter, aber zum Song hat es politisch nichts mehr. 1918 im November, wie gesagt, ist beendet worden. Da mich freuen, wenn ihr nächsten Donnerstag wieder reinhört in die neue Folge. Die wird dann vielleicht wieder ein bisschen lustiger, nicht so ernst wie die sechs Teile. Und in der Zwischenzeit sage ich, macht's es gut und bleibt's grübig.